Das Muay Thai oder thailändische Boxen ist Nationalsport in Thailand und verwendet als Techniken Fäuste, Ellenbogen, Knie und Füße. Das Ganze im Vollkontakt, ohne abzustoppen, und das Training ist total intensiv. Im Muay Thai ist es übrigens auch erlaubt zu clinchen. Das heißt, ich darf den Gegner festhalten, fest an mich ranziehen und den dann mit Knien bearbeiten und auch zu Fall bringen. Ein wichtiger Kontakt für uns ist die Sportschule von Böklerk Pinzienschei. Der ist ehemaliger Muay Thai Champion, hat 177 Kämpfe gemacht und 170 davon gewonnen. Wir sind eng befreundet. Der kommt jedes Jahr hier hin und unterrichtet hier für eine Woche. Und wir fliegen auch jedes Jahr zu ihm hoch, um dort in die Schule zu gehen. Das ist ganz toll. Da sind wir richtig nah dran. Ein zweites Gym ist ein Gym in den Slums von Bangkok, wo man wirklich ganz authentisch Muay Thai trainieren kann, ohne dass man jetzt in diesen Touristencamps ist, wie sie es auf jeder Ferieninsel in Thailand gibt. Ein besonders schönes Element im Muay Thai, finde ich, ist auch der Wai Kru. Der Wai Kru ist ein Tanz, den die Muay Thai-Kämpfer vor jedem Kampf aufführen. Im Tanz wird der Trainer geehrt und die Kämpfer konzentrieren sich mental auf den bevorstehenden Kampf. Im Bereich der Ausdauer nutze ich gerne Tabata-Intervalle, aber auch Zirkeltrainings mit und ohne Geräten. Die Gerätschaften, die wir dafür benötigen, haben wir hier, sowie Pyramidentraining. Ich schätze insbesondere bei Kaminari die familiäre Atmosphäre, die wir hier haben, die aber gleichwohl ein professionelles Training auf höchstem Niveau ermöglicht, das Vertrauen im Trainerteam, aber auch das Vertrauen zwischen Trainerteam und Trainierenden. Das Wichtigste für mich oder eines der Hauptdinge ist das Clinchen. Ich bin selbst seit vielen Jahren jedes Jahr in Thailand beim Training und da gehört Clinchen eigentlich zu einer der Hauptbereiche. Wenn ich mit meinem Training dazu beitragen kann, dass wir so typische Charaktereigenschaften, Tugendhaftigkeit, Disziplin, Mut, und so das Gefühl von innerer Stärke aufbauen kann, dann habe ich mein Ziel als Trainer erreicht. Das finde ich super.